Herbstspaziergang durch unser schönes Birndorf. Schauen wir mal dahinter. Bei uns ist sogar das Feuerwehrhaus super toll. Da stehen eh schon ein paar Brummer heraus. Tag. Hallo. Hallo, die Kameraden da sind. Die sind sicher da. Offen ist alles, schauen wir mal. Schauen wir mal rein da. Ja, ja, das hocken schon. Ja, was helfe? Ja, grüß dich Gott. Grüß dich Gott. Gut, dass du vorbeikommst. Schau gleich einer zu uns. Na, schauen wir gleich. Schauen wir. Na, neugierig sind wir ja, gell? Schauen wir gleich. Bitte, gerne. Grüß euch, Bursch! Ja, selfie, grüß euch! Hallo! Danke für die Einladung. Aha, was hättest du denn da? Bitte gerne. Was habt ihr denn da? Das ist jetzt schon eine Vorbereitung für unser neues Drehleiterfahrzeug, was wir Ende nächstes Jahr bekommen werden, hoffentlich. Ja. Und jetzt wollen wir so einen kleinen ein kleines Verkaufsprodukt machen, dass wir ein bisschen Sponsoren haben. Dass wir da ein bisschen mitziehen können bei dem Fahrzeug. Na klar. Ich habe bei unserem letzten Feuerwehrauto, unserem HLF2, haben wir auch so Lego-Autos in Zusammenarbeit mit der Firma Brickart gemacht. Ja. Wir haben da, das haben wir jetzt auch für die Drehleiter gemacht, weil das richtig gut angekommen ist. Das sind praktisch Sonderedition, ne? Genau, da haben wir drei Varianten. Einmal die Sonderedition, das ist auf 122 Stück begrenzt. Sag mal, ja. Schaut dann so aus. 122 Stück sind das nur? Genau, 122 Stück. Das ist ja für jeden Stück. Sammler interessant. Total, ganz genau, darum haben wir es ja gemacht. Für Sammler sehr interessant. Um 100 Euro das Stück. Ja. Dafür bekommt man eine Urkunde. Ja. Und es wird der Name des Sponsors auf das richtige Drehleiterfahrzeug gedruckt. Ah, wirklich? So wie schon beim also aufs Große haben. Dann praktisch. Aufs Große, genau. Ganz genau, ja. Und das ist da mit der Nummer limitierte Auflage. Ja. Das war jetzt zum Beispiel die Nummer 41. Ja. Und hier steht auch die Nummer 41 von 122. Super. Das und pro Stickel gibt es da nur diese 122 Stickel. Genau, das ganz genau. Und drei Varianten gibt es. Eins davon ist schon ausverkauft, habe ich gehört, oder? Ja. Gibt es das auch noch zum Kaufen? Nein, das ist nicht ausverkauft, nur wir haben zurzeit nichts da. Das ist das ganz Große. Ja. Das kostet aber 400 Euro. Ja, ist klar. Und ja, von denen haben wir leider jetzt keine mehr zur Verfügung, weil wir die müssen wir erst nachbestellen. Okay. Und das habt ihr jetzt schon zusammengebaut. Genau. Das ist praktisch das, was als nächstes kommt. Genau. Und richtig. So ein Fahrzeug braucht ihr nicht. Und für das wird das Geld dann zur genommen, was genau, da einiges dazu. Richtig. Genau, da werden wir dazu zahlen. Drum haben wir eine Spendenaktion gemacht, also einen Aufruf, dass eben wieder ein Modellauto zur Verfügung steht. Ja. Und da kann man sich gerne bei uns eines kaufen. Entweder bei Herrn Gebhardt oder bei Herrn Jankovic. Jawohl. Ja. Werden wir dann die Telefonnummer dazu sagen oder dazu schreiben, gell, dass die Leute wissen, wo sie es kriegen. Wir stehen am kommenden Samstag beim Stadtmarkt mit einem Stand. Ja. Das kann auch jeder die Lego. Ja, das ist übrigens der Michael Gebhardt. Hallo. Und der René Jankovic. Hallo. Unsere Burschen sind ja jetzt, ihr seid jetzt dran gekommen, gell? Beim Hochwasser brauchen wir gar nicht reden. Ja, so ist es. Wisst ihr ungefähr, wie viele Stunden das verbraucht habt? Nein, zurzeit wissen wir keine genauen Stunden, aber wir waren am KDS auch, das heißt, wir waren im Bezirk Dulln, in Dietrichsdorf oder Dietrichshofen, Dietrichsdorf waren wir unterwegs. Ja, aber genaue Zahlen, das wird erst gerade von der Verwaltung alles ausgearbeitet, das wissen wir leider jetzt noch nicht. Ja. Aber die Leute oben werden froh gewesen sein, dass es kommt. Wir waren sehr froh, dass wir da waren. Alle sehr herzlich und sehr dankbar. Ja. Und ja, trotzdem haben sie mir Gott sei Dank nochmal gut erwischt, dass mit einem blauen Auge sind wir davor gekommen. Da schaut es leider ein bisschen anders aus, sehr traurig. Die haben sehr viel verloren, die Leute da oben, aber alle sehr herzlich und sehr dankbar, dass wir da waren. Naja, das glaube ich eh. Das ist eh nicht selbstverständlich. Sagt mal, wie macht sie das eigentlich beruflich? Ihr könnt ja nicht einfach jetzt im Job sagen, so, ich komme einfach nicht. Ich bin im Einsatz. Wie ist das eigentlich rechtlich? Das weiß ich eigentlich gar nicht. Naja, so wie es beim öffentlichen Dienst, Gemeinde oder so ist, oder Wasserleitungsverband, so wie es in dem Fall bei mir ist, so wie es der KDI-Einsatz jetzt dann war, ich habe zum Beispiel einen Sonderurlaub, also ich kann mir da freinehmen, eine Woche. Okay. Aber es ergibt sich so,
der, was halt gerade in der Nähe ist, wenn er Eisatz ist, der kann fahren. Und wenn es in Wien oder bist, kannst du eh nicht. Ja, ist klar. Ich wundere mich ja sowieso immer, weil wann ist Pipseln her oder die Sirene nicht. Und auf einmal hört man eine Chance, wie macht es das, dass das so schnell geht. Normalerweise ich brauche ich mindestens eine halbe Stunde, bis ich angezogen bin. Und ihr fahrt dann schon weg oder teilt ihr später dann das Signal geben? Weil ihr fahrt ja wirklich immer gleich weg, das ist ja unglaublich. Das kommt immer darauf an. Einmal sind vielleicht schon Leute im Feuerwehrhaus, da geht es natürlich schneller. Ja. Aber so im Großen und Ganzen kommen alle von zu Hause. Ja. Das dauert halt ein paar Minuten, aber es geht relativ schnell. Ja, das dass eine Mannschaft man. Beieinander ist und wir sind schon draußen. Sehr Wahnsinn. Wie groß ist eure Mannschaft jetzt da? Wir haben zurzeit in Summe mit Reservisten und Jugend haben wir um die 90 Mitglieder. Bist gescheit. Und einiges zu tun. Ja. Und ihr habt eine große, starke Jugendgruppe auch, gell? Ja. Ja, wir haben eine sehr große Jugendgruppe, ja, wo auch immer Zulauf ist. Und die werden auch sehr gut ausgebildet von unseren Jugendausbildern. Und bei euch sind leider lang dabei, was ja ein gutes Zeichen ist, gell? Weil ich zwei kenne ich ja schon ewig ja, dabei, aber ja, das ist ja schon gar nicht mehr mein Wort. Ja. Ihr seid schon das Urgestein, ja. Warte, jetzt sagen wir das nochmal her. Das ist also die Version um 47 heute. Ja. Das ist ja die erste Version, das ist rein nur das Drehleiterfahrzeug. Ja. Das, was man sich selber zusammenbauen muss, ja, das ist dann das. Die zweite Variante ist dann die Sonde, die schnell um 100 Euro, wo meine Urkunde, ein Fahrzeug und natürlich auf der Drehleiter am Originalfahrzeug mit Namen umsteht. Na, das ist schon schön. Und die dritte Variante ist das große Fahrzeug um 400 Euro, was wir aber leider zurzeit keines da haben, da müssen wir erst dann nachbestellen. Okay, okay. Die drei Varianten. Und ab wann startet die Aktion? Läuft bereits. Rennt schon. Auf unserer Homepage finden wir noch die genauen Infos dazu. Mhm. Ein großes Dankeschön müssen wir an der Firma Lack und Kfz Technik Hackner sagen. Ja. Der Ottmar hat uns die 122 Sonderedition Fahrzeuge gekauft. Wirklich, das ist auch nett. Gleich was haben davon. Na super, gell? Ein Sammler-Gusterstückerl für alle Sammler, für alle Kinder, für alle Lego-Fans, für alle Feuerwehr-Fans. Super zusammengebaut. Wir hatten das zusammengebaut vielleicht zwar. Nee. Aha, aber mit erschrecken sich jetzt, da sind ja ganz schön viele Teile überblieben. Ja, so wie es bei jedem Fahrzeug ist, braucht man Ersatzteile. Und somit müssen halt mehrere Teile noch vorhanden sein, dass wir jederzeit die Teile austauschen können. Aha, gute Ausrede. Nein, wenn wir alle zusammenhalten, kommt was da, geht was da weiter, gell? Genau, so ist es. Ich wünsche euch viel Erfolg mit euren Verkauf auf alle Fälle. Und kriegen tut man es, wie gesagt, bei René Jankovic, wo wir dann die Telefonnummern einblenden, und bei Michael Gebhardt, gell? Ja, oder jeden Dienstag ab 17.30 Uhr ist wer da. Da beim Feuerwehr. Kann man vorbeikommen und da gehen wir es dann aus. Da ist immer wer da. Super. Viel Erfolg wünsche ich. Besten Dank. Dankeschön. Danke.